Hi, ich bin der Brian von Alphatierchen und heute geht es in meiner Serie zur A7S3 um das Menü. Und da sind wir auch schon in dem Menü, das Sony in seine letzten Modelle implementiert hat. Ich werde in diesem Video nicht auf jeden Menüpunkt im Einzelnen eingehen, da viele Menüpunkte bereits in anderen Sony-Modellen vorhanden sind und das Video dadurch auch viel zu lang würde. Gleich zu Beginn findet ihr unter Mein Menü die Möglichkeit, eure am häufigsten verwendeten Menüeinstellungen zu hinterlegen, was ich euch auch empfehle, da das Menü sehr tiefgreifend und komplex aufgebaut ist. Insgesamt muss ich aber sagen, zum Menü der Vorgängerkameras ist es deutlich übersichtlicher und auch logischer gestaltet. Was neu ist, im Gegensatz zu den Vorgängermenüs, findet ihr hier keine horizontale, sondern eine vertikale Anordnung mit farbigen Reitern. Und dann gehen wir mal in die nächste Kategorie, wo wir die ersten großen Änderungen finden. Unter den Reiter Aufnahme, Bildqualität findet ihr die Möglichkeit, das Dateiformat zu wählen, heißt den Codec für die Kamera. Hier könnt ihr zwischen normalen 4K, HD und 4K und HD All Intra wählen, um die höchstmögliche Qualität eurer Videos zu erreichen. Unter der Kategorie Filmeinstellungen findet ihr unter Aufnahme Bildfrequenz die Einstellung der Framerate und unter Aufnahmeeinstellungen könnt ihr das Chroma Subsampling und die Farbtiefe auswählen, also ob 420 oder 422 und in 8 oder 10 Bit. Eine altbekannte Funktion findet ihr auch unter S&Q, heißt Zeitraffer oder Slow Motion. Hier könnt ihr die Framerate wählen, mit der aufgezeichnet werden soll, die Framerate, mit der wiedergegeben werden soll und Chroma Subsampling und Farbtiefe wählen. Die nächste große Veränderung im Menü findet ihr unter dem Reiter Aufnahme Medien, Formatieren. Jetzt müsst ihr nicht mehr in die Toolbox unter Einstellungen gehen, um eure Karten zu formatieren, sondern findet es unter diesem Reiter. Eine weitere große Neuerung findet ihr unter dem Reiter Aufnahme Kategorie Bildstabilisierung. Wenn ihr auf Steady Shot geht, könnt ihr auswählen, ob der Bildstabilisator auf Standard steht oder ausgeschaltet ist. Bei bestimmten Codecs ist es sogar möglich, den Active Steady Shot zuzuschalten. Dann croppt die Kamera ein wenig das Bild und stabilisiert es zusätzlich digital. Unter dem Reiter Belichtung Farbe findet ihr das Fotoprofil, was auch als Picture Profiles bekannt ist. Hier könnt ihr dann die unterschiedlichen Fotoprofile oder Filmprofile von Sony aktivieren. Darunter findet ihr auch S-Log 2, S-Log 3 und Hybrid Log Gamma. Ebenso unter dieser Kategorie ist die Zebra-Anzeige hinterlegt, die äußerst hilfreich ist, um Überbelichtung anzuzeigen. Eine weitere besonders schöne Neuerung findet ihr unter den Reiter Aufnahme und der Aufnahme Anzeige. Bisher haben Sony-Kameras nur über ein kleines Record-Zeichen euch angezeigt, ob sie aufnehmen oder nicht. Wenn ihr unter dieser kryptischen Bezeichnung Bett ans bei Aufen aktiviert und auf Aufnahme geht, wird euch jetzt ein roter Rahmen angezeigt, damit ihr auch die ganze Zeit seht, ob aufgenommen wird oder nicht. Ansonsten hat sich, wie bereits erwähnt, das Menü wenig verändert. Es ist nur deutlich strukturierter und logischer angeordnet. Eine Besonderheit findet ihr noch unter dem Reiter Einstellung, also der Toolbox, Anzeigeoption, die Gamma-Anzeigehilfe. Dies ist bereits aus anderen Sony-Kameras mit Log-Profilen bekannt, aber das Schöne bei der S3 ist, dass ihr euch diese Funktion noch auf einen Kasten-Button legen könnt und sie während ihr einen Log filmt in der Lage seid, an- und auszuschalten. Sony hat das neue Menü sehr gut überarbeitet. Ihr findet jetzt Videofunktionen bei Video und Fotofunktionen bei Foto. Auch wenn das jetzt nicht sehr viel erschien, sind diese Neuerungen doch recht tiefgreifend und machen euch das Arbeiten mit der Kamera deutlich angenehmer und einfacher. Und damit sind wir auch am Ende der Erklärung zu den Neuerungen im neuen Menü.
Für alle, die sich wundern, warum ich mehrere Videos zur A7S III herausbringe, es gibt so viel zu dieser Kamera zu erzählen, dass es einfach zu lang wäre, das alles in ein Video zu packen. Und ich möchte eure Aufmerksamkeitsspanne nicht unnötig strapazieren. Also freut euch auf das nächste Video und für jeden, der mich unterstützen möchte, einfach Like und Abo klicken. Dankeschön.